traditionelles Leberkäs-Turnier. Warum Leberkäs? Weil jeder Teilnehmer automatisch eine Portion Leberkäs in der Semmel bekommt. Glück! TSV Stein, Aussichter seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Das ist einer derjenigen, die das schon gewonnen haben, nämlich Yannick Welsch. Ein bisschen schlecht zu sehen gegen Uwe Zimmermann. Top 8, eventuell sogar schon Top 4, genau weiß ich es nicht, in der Hauptrunde. Darf also noch einmal verlieren und trotzdem weiterspielen. Das ist der Modus hier. Der King of Leberkäs ist wahrscheinlich Gennady Masur. Vom gastgebenden Verein. Super! Spielt hier gegen Roland Sames, der aufschlägt. Teil 1 des Spiels gibt es auch beim anderen Video, wenn ihr das sucht. Den Kanal kennt ihr ja, Reinhard Steinbecher, und dann halt eingeben, Suchwort Masur, M-A-Z-U-R und Sames. Teil 1. Wie gesagt, hier schon die Fortsetzung. Ich habe mal der Akku platt gemacht. Unterm Strich glaube ich, auch wenn der Ball richtig gut gespielt war von Roland, Gennady Masur hat es im Griff. 3 Punkte Vorgabe, das ist machbar. Beweist das auch gleich mit diesem Ballwechsel. Prognosemäßig könnte das durchaus sein, dass Yannick Welsch und Gennady Masur da heute noch das Endspiel machen. Beide spielen nicht nur technisch sehr stark, bei dem Vorgabeturnier kommt es auch ein bisschen auf die Spielweise an. Gennady hat es drauf, die Bälle sicher im Spiel zu halten, auch viel gute Bälle des Gegners wieder zurückzubringen und wenn der Ball dann liegt, gut zu platzieren oder hart abzuschießen. Das ist eine Erfolgsstrategie und prompt hier schon sein Matchball. Und bei Yannick Welsch wiederum ebenfalls ein gewisses Sicherheitsspiel, dazu unangenehme Noppen auf der Rückhand und dann ist auch noch Linkshänder, also dass man sich da ein bisschen auf alles einstellt, ist auch schnell mal ein Spiel verloren. Uwe Zimmermann hat sich auch ganz gut durchgechoppt, also auch ein Sicherheitsspieler mit Noppen auf der Rückhand, der auch relativ gut verteidigt. Und wenn die Bälle liegen, kann er auch mal den einen oder anderen gut abschießen. Das ist auch ein Konzept, mit dem man sich hier gut durch die Runden spielen kann. Spieler, die hier nur modernes Vollrisiko-Angriffsspiel machen, da hat man schnell mal, wenn man viele Punkte vorgeben muss, auch den einen oder anderen vermeintlich leichten Fehler. 1, Jens Dölling gegen Röhner, 5 Punkte vor für Röhner. Also Jens Dölling spielt auch noch mit. Der könnte auch ganz vorne mit dabei sein, auch bei ihm diese Spielweise zwischen sicher Bälle im Spiel halten, auch mal was von hinten zurückholen. Punkte retten und dann Vorhand wie Rückhand. Ziemlich sichere Entschläge, unangenehme Entschläge. Das geht.
Ja, mal was ganz Interessantes. Da treffen nämlich gerade die beiden Spieler aufeinander, die beide als Hobbyspieler gemeldet sind. Das kann man hier, wenn man nicht mehr in irgendeiner Vereinsrangliste steht. Aber unter Hobbyspieler verstehe ich natürlich nicht, dass einer viele, viele Jahre richtig gutes Tischtennis gespielt hat, dann kurz mal pausiert und jedes Jahr wieder zum Leberkäs-Turnier antritt, um dort mit entsprechender Vorgabe zu punkten. Vom Regelwerk her natürlich erlaubt. Vielleicht sollten sich die Veranstalter da was überlegen. Wie auch immer. Also mit dieser Masche sehr viel Punkte vorkriegen, haben sie schon einige hochkarätige Spieler aus dem Rennen genommen, weil das dann fast unmöglich ist. Bei 5, 6, 7 Punkten Vorsprung. Noch dazu spielen beide unangenehmes Spiel. Er zum Beispiel kann Antitop, glaube ich. Wir können auch unangenehm mit der Vorhand schießen und können durch die Vorgabe natürlich auch mehr riskieren. Jetzt müssen Sie mal schauen, wie Sie zurechtkommen, wenn Sie direkt gegeneinander spielen. Da gibt es ja keine Vorgabe vermutlich zwischen den beiden. Was heißt vermutlich? Beides Hobbyspieler, alles klar. Wo soll da die Vorgabe herkommen? Aber wenn man zuschaut, ja. Und einer von den beiden jetzt auf diese Weise ausgeschieden. Wobei, möglicherweise ist er jetzt erst in der Trostrunde, hat bisher noch keins verloren. Das kann natürlich auch sein. Und der Modus ist ja so, dass man über die Trostrunde durchaus, wenn man dann kein Spiel mehr verliert, das Turnier noch gewinnen kann. Kurzer Blick, was macht Jannik Welsch zusammen mit Ferdinand Kisslinger, einer der beiden Topspieler. Ranglistmäßig, glaube ich, ist Ferdinand Kisslinger an 1 aufgestellt. Aber ab und zu überholt er Jannik ihn an Punkten und dann fällt er wieder zurück. Dieses Turnier wird ja nicht gewertet für die DDR-Rangliste. Uwe Zimmermann hier erwartungsgemäß überfordert.